Die folgende Reportage wird Ihnen präsentiert von Häberli Getränk Tammensäule, einem Lieferant für die Festwirtschaft vom 24-Stunden-Rennen. Genau richtig auch für dein Fest. Start zum 2,4 Minuten Rennen. Jetzt sind auch die Jüngsten dabei am 24. 24-Stunden-Rennen in Schütz. Zum ersten Mal ist heute ein Laufradrennen durchgeführt worden und wie bei den Grossen hat man alles gegeben. Gestartet wurde ist in zwei Kategorien, mit und ohne Pedal. Unterstützung der Jungen hat es auch am Strassenrand der Älteren gegeben. Wie es heute zur Premiere gekommen ist, er weiss mehr. Alain Baumgartner, das 24. 24-Stunden-Rennen, quasi ein Jubiläum. Was habt ihr euch überlegt? Also dieses Jahr haben wir ganz speziell noch für die Kleinen ein Laufradrennen gemacht, in zwei Kategorien, mit oder ohne Pedalen. Und jetzt mit dem sensationellen Wetter haben wir über 40 startende Kinder gehabt. Und jetzt ist gerade das erste Rennen vorbei, ohne Pedalen. Und jetzt werden wir gut in einer halben Stunde noch das zweite Rennen machen, mit den Pedalen. Und danach ist am 3 Uhr rum, wäre die Rangverkündigung, wo jeder noch einen Pokal bekommt und ein Überraschungsgeschenk. Achtung, ins Fahrerlager. Ist das fast ein bisschen ein Hinführen von den Kleinen als 24-Stunden-Rennen? Ja, wir haben auch gesehen, dass die letzten Jahre auch sehr viele Familien da waren. Wir haben immer sehr sportiv das Ganze gehabt und jetzt versuchen wir halt mit der ganzen Familie auch noch etwas zu bieten. Und es ist super angekommen, also von dort her werden wir es sicherlich weiterführen. Ja. Wer darf da alles mitmachen? Alle, die ein Laufrad haben, ab welchem Alter? Ja, wir haben jetzt gesagt, es ist echt bis 5 und ab sofort. Also sprich, wenn man das Gefühl hat, man ist sicher auf dem Laufrad, kann man vorbeikommen. Und wir haben einfach eine obere Altersgrenze bis 5 und dann kann man selber entscheiden, ob man mit oder ohne Pedale starten. Also laufen muss man noch nicht können, aber mindestens fahren. Ganz genau, das Wichtige, was wir können. Mit dabei am Start, mit Pedalen. Tam, du kommst von Schütz. Wieso willst du da mitmachen beim Velorennen? Ich komme mithelfen. Welchen Platz willst du? Der, wo zuvorderst. Ah, der erste willst du werden, ja. Fährst du sonst auch Velo? Ja. Wo durch denn? Auf. Was? Daheim. Daheim. Okay. Kannst du lange Velo fahren? Ja. Okay, gut, danke vielmals. Noch ein bisschen Motivation aus Anschub und dann wird pedalet. Sind alle bereit? Ja! Ja! Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Los, 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 die Leute kommen als 24-Stunden-Rennen in Schütz in Scharen. Sowohl Fahrer wie Zuschauer. Was macht es aus? Fragt der OK-Präsident Stefan Heller. Das 24. 24-Stunden-Rennen, was gibt es alles? Also das Epis, das wir jetzt hatten, ist jetzt eigentlich schon durch. Das ist das erste Laufradrennen für die Kleinen bis 6-Jährige. Wo wir jetzt, haben wir das gesehen, sehr herzig und erfolgreich ist gesehen. Nachdem haben wir ein Oktoberfest, das erste Schützer Oktoberfest, das am 8:30 über die Bühne geht. Und dann, was mir natürlich das Wichtigste am Anlass ist, das Rennen selber. Das 24. 24-Stunden-Rennen hat Leute wie noch nie. Wir haben über 122 oder 123 Startplätze besetzt. Das haben wir eigentlich
noch nie gehabt. Und das Allerschönste eigentlich an diesem Wochenende ist das Wetter. Wir haben super Wetter, nicht zu heiß, kein Regen. Und da freuen wir uns sehr drüber. Kein Regen? Hoffentlich. Nein, todsicher. Jetzt vielleicht noch zum Teilnehmerfeld. Wie verteilen sich die? Das sind ja verschiedene Kategorien. Wir haben Einzelstarter, Damen, Herren, Master, nachher dann Zweiergruppen, Vierer, Sechser und auch Achtergruppen. Und das soll eben so sein, dass es für alle Platz sind, also deren, die sagen jetzt fast Spitzensportler, die unterwegs sind und Höchstleistungen haben, aber auch die vielleicht mit der Achtergruppe, die eine Oben-Biker-Gruppe hier teilnehmen kann und zusammen ein schönes Wochenende verbringen. Wer macht alles mit? Gibt es irgendwie schon fast Spitzenfahrer, die man denkt, die könnten gewinnen? Das ist immer eine heikle Frage natürlich. Ja, das darf man ja als OK-Präsidenten so nicht sagen. Aber was natürlich heuer ganz speziell ist, ist, dass vier ehemalige Sieger am Start sind, also die das 24-Stunden-Rennen schon einmal gewonnen haben. Und das, glaube ich, verspricht gerade im Herren-Einzel sehr einen intensiven und spannenden Wettkampf. Seit einigen Jahren wird ja da ein Bike-Rennen durchgeführt, das Strassenrennen ist nicht mehr. Wie hat sich das entwickelt? Also uns ist ja gesagt worden, wo wir uns entschlossen haben, das Strassenrennen nicht mehr zu machen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir zu wenig Leute kennen oder uns das nicht mehr gefallen hat, sondern das haben wir ganz einfach aus Sicherheitsgründen gemacht. Hat man gesagt, ja, das ist nicht mehr das Gleiche und das jetzt stirbt und so. Und da sind wir dran geblieben. Und heute kann man sagen, haben wir es geschafft. Haben wir es insbesondere geschafft bei dem Teilnehmerfeld und haben eigentlich nachher auch, wie soll ich jetzt das sagen? Leute, eben, wie vorher auch an das Strassenrennen gegangen sind, wo vielleicht ein paar zusammenkommen, wo vielleicht aus der Region, eben wie eine Bikegruppe, wir haben sehr viele regionale Teams und das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Und letztendlich, am Abend, siehst du mehr Leute biken, wenn du mit dem Strassenrennen rumfahren. Und von dem her bin ich überzeugt, dass das eigentlich eine gute Zukunft hat, das 24-Stunden-Bike-Rennen hier zu schützen. Immer wieder laufen Leute mit grünen T-Shirts hinten vorbei, machen irgendetwas, tragen etwas um. Wie viele sind ihr vom OK und wie viele haben ihr Helfer? Also wir haben eigentlich ein OK, das sind 11 Leute. Dann haben wir so ein erweitertes OK, wo so verschiedene Leute aus dem Bau, vom elektrischen, Unterhaltung und so sind. Und dann sind es etwa 300 Helfer, die dann jetzt von, sagen wir jetzt fast vom letzten Wochenende, wo wir gewisse Sachen aufgebaut haben, bis am Montag am Abend im Einsatz sind. Das sind einerseits viele Leute vom Veloclub, Veloclub Schütz, die Hand anlegen. Und auf der anderen Seite sind wir auf verschiedene Vereine angewiesen, die uns helfen können. Selbstverständlich entlöhnen wir die nachher entlöhnen und eben mit so einem schönen Liebling ausstatten. Jedes Jahr eine andere Farbe und jedes Jahr ist man gespannt, welche Farbe das denn das noch gibt. Das ist eigentlich fast das grösste Geheimnis am 24-Stunden-Rennen. Pink haben wir schon gehabt, grün, orange. Ja. Sind wir gespannt, was es nächstes Jahr gibt. Danke vielmals. Gern geschehen. Knappe Viertelstunde vor dem Start von Anspannung ist da noch nicht viel zu merken. Hey Florian, eine ganz aufgestellte Truppe, die da sind. Wie viele sind ihr? Wir sind ein Sechster-Team und drei Zweier-Team, die da zusammen da, ihr Lager aufgeschlagen haben. Okay, man kann es lesen und man hört es auch bei dir. Entlebucher, hä? Von wo kommen die Leute alle? Der Kern ist von Entlebuch selber. Wir haben noch einen von Luzern, der Heiwe-Entlebucher, der mitmacht. Ja, der Rest ist eigentlich von Entlebuch selber. Was wollen wir für einen Rang? Also realistisch? Ja, im Zweierteam haben wir Titelverteidiger unter uns. Also ich glaube, die haben die Vorlage letztes Jahr gegeben. Das zweite Zweierteam ist sicher auch ganz vorne mitzurechnen. Und wir, die um Zweier fahren, sind die vorderen Jahre im Sechster oder im Achter gefahren. Ich will jetzt mehr mal schauen, ob wir das auch 24 Stunden über die Runden bringen, aber haben kein Rangziel. Wieso habt ihr euch so etwas aufgeteilt, wenn ihr es jetzt wirklich wisst? Also nicht, dass es am Einzelnen hängt? Nein, überhaupt nicht. Aber nach 5 Mal im Achter und im Sechser hat mir persönlich mal die sportliche Herausforderung noch etwas mehr gekotzelt. Und darum gehen wir jetzt mal so an. Ja. Hast du trainiert vorher speziell oder fährst du sonst einfach mit einem sportlichen Typ? Oder? Ja, das Trainingsvolumen haben wir schon recht zugeschraubt jetzt auf das Jahr her. Okay, gut, wir wünschen viel Erfolg, können wir mal vorbeischauen. Danke vielmals. Gut, danke schön. Hey,
Das Gesicht kennt man richtig, der Dani Schneider. Auch dieses Jahr wieder mit dabei. Dani Schneider, die sind noch am Relaxen da hinten. Hat ein paar, die auf den Liegestuhl sind. Ein bekanntes Gesicht, die sind schon ein paar Mal dabei gewesen. Wie manchmal bist du dabei gewesen? Oh, fast die schwierigste Frage, die ich je gehört habe, 24 Stunden Rennen. Fast jedes Jahr. Ich glaube, eine ist nicht. Ich bin viermal auf der Straße und jetzt das vierte oder fünfte Mal am Bike. Ich, solange es das Bike gibt, bin ich jedes Jahr da gewesen. 23 oder 24 Mal in diesem Fall? Ja, die ersten paar Mal war ich ja noch aktiv Profi, hier nicht. Aber nachher, als ich seitdem nicht mehr aktiv Berufsfahrer bin, eigentlich schon, ja. Euch ein Team, wie setzt sich zusammen? Was habt ihr für Kategorien? Ja, wir sind ein Sechser-Team vom Veloclub Wallhausen Rollers. Letztes Jahr waren wir ein Achter-Team und für zwei davon war es am Schein zu langweilig, im Achter-Team. Die fahren jetzt das zweite, darum sind wir von einem Achter-Team und von einem Sechser-Team zurück und zwei, die das allein machen. Interessant, also das habe ich bei einem anderen Team auch schon, dass sie jetzt wirklich wissen, oder? Dass sie sich ein bisschen abspalten und allein probieren wollen. Man kann sich natürlich dann besser messen, oder? Ja, es scheint ein Trend zu sein, möglichst viele Runden zu machen, ich weiß auch nicht. Ich gehe eher den umgekehrten Weg. Ich bin mal vier gefahren und jetzt Sechser- und Achter-Team. Also ich werde dann alt und darum gehe ich auch den anderen Weg. Wenn man bei euch ein bisschen ins Zelt schaut, eben da sind relax auf den Liegestuhl, hat aber auch noch andere Leute da, die bei euch mitmachen, oder? Ja, wir haben sehr ein gutes Team da, vor allem auch die Helfer rundherum, die eingespielt ist, die seit Jahren da ist, die wissen, wie der TÜV läuft und von dem her neigt uns sehr viel Arbeit ab und ist für uns entspannter, ein bisschen, ja, für das Rennen vorzubereiten und das Rennen herzugehen. Ein paar Flaschen sieht man auch, Mineralflaschen, Gocki. Wie verpflegt ihr euch? Was gibt es da so für Tipps oder Geheimnisse? Die verraten wir nicht, aber nicht vor dem Rennen, nach dem Rennen. Ja, das Übliche. Also wir sind ja von Nutrition gesponsert und dann haben wir sicher auch Nutrition aus Verpflegung dabei, nicht nur, aber auch. Okay, gut, mit drücken Daumen können wir mal vorbeischauen. Danke vielmals. Merci auch. Ja. Noch ganz entspannt im Sessel. Von wo kommen ihr? Von Feutelsäu. Wo ist das? Die Gstaad im Saanenland. Okay. Das erste Mal dabei? Oder wieso kommt man vom Saanenland dazu, hier in Schütz 24 Stunden zu strampeln? Ja, wir sind das erste Mal dabei. Also mein Sohn hat das wollen. Und dann bin ich nicht abgeneigt und habe natürlich auch geholfen, als Zweierteam hier mitzumachen. Schon mehr gehört von Schütz vom 24-Stunden-Rennen, aber noch nie mitgemacht. Es ist natürlich schwer, jetzt nach den Ambitionen zu fragen. Oder? Für euch ist das natürlich auch ein Abtasten, wie gut ist man, wenn ihr trainiert? Wir haben trainiert, natürlich. Ohne Training geht gar nichts. Aber Ambitionen haben wir eigentlich nicht gross. Es ist ein Durchkommen, schauen, wie es läuft. Eben, es ist auch das erste Mal, dass wir das machen. Geplant haben wir, 2 Stunden Ablösungen zu fahren. 2 Stunden er, 2 Stunden ich, immer im Wechsel. Wir schauen, wie das geht. Und sonst müssen wir dann anpassen, wenn das sich nicht bewährt. Simon, du hast im Saanenland vom 24-Stunden-Rennen erfahren. Wie hast du das überhaupt mitbekommen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist über Medien, einfach über Facebook und Social Media. Du hast gesagt, Vater, wir machen hier mit. Oder? Wie ist das gegangen? Ja, ich wollte diese Saison sowieso mal ein bisschen mehr Rennen fahren und so. Und haben wir ein bisschen geschaut, dass es so gibt. Haben wir das gesehen. Ich denke, es wäre sicher noch ein Erlebnis wert. Mehr wollen Rennen fahren? Was heisst das mehr? Wo fährst du noch? Also vorher gar nicht und jetzt dieses Jahr habe ich 2 Marathon gemacht. Mit dem Vater zusammen auch. Also der Marathon, also, das ist dann auch schon ein gutes Training für 24 Stunden. Was hast du das Gefühl, wie mit den Kräften einteilen, wie machst du es? Ja, am Anfang sicher nicht schnell rein, dass man entweder gegen Schluss noch ein bisschen die Energie, die man für sich hat, oder vielleicht auch nicht. Dass man die noch ein bisschen besser einteilen kann, am Schluss noch ein bisschen mehr geben kann, wie man merkt, dass es geht. Kistler heisst ihr. Wie heisst euch ein Team oder wie nennt ihr euch? Kistlers Family Affair. Okay, mit euch kann man vor allem im zweiten Teil rechnen. Mal schauen, ja. Gut, danke vielmals. Sie machen es richtig, entspannen vor dem Rennen. Okay. Jetzt oder nie kann man bei euch lesen. Bezieht sich das auf das letzte Jahr? Habt ihr noch nie mitgemacht? Das erste Jahr, ja. Aber es betrifft sich mehr für das Alter. Was wir, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es gar nicht mehr. Okay, ja, also der ist ja ganz jung. Ja.
Also du, ja fast auch. Richtig, ja. Nein, vom Alter her würde es schon noch gehen, aber wir denken, ja. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir machen es. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es halt mal. Ja. Wir machen es. Wer ist wir? Also da ist noch ein Kollege. Zwei Fahrer. Mhm. Ja, wir sind Zweier, die das machen. Ja. Wieso Zweier? Haben die niemanden gefunden? Oder wenn das, also, das ist eine Tendenz. Also Haufen gehen jetzt auf Zweier dieses Jahr. Ja, wieso? Was liegt das? Ja, es hat mit dem zu tun, also, von den Kollegen, dass eigentlich er auch noch einen Sport macht. Und dann haben wir gesagt, also, ich mache es gerade das Zweite. Ja. Was machen die sonst für Sport? Also die Silhouette vom T-Shirt, von wo kommen die? Von Sorsi? Also ja, wir wollen jetzt beide zu sein, ja. Ja, und können ursprünglich einfach nur tun. Das tust du eigentlich im Moment, wenn du einen Gigathlon zusammen machst, dann ist er joggen und ich gehe Velo fahren. Und von daher haben wir gesagt, jetzt machen wir mal das. Ja. Natürlich ganz schwer, wenn man das erste Mal dabei ist. Was hat man sich für Ziel gesetzt? Also Ziel im wahrsten Sinne des Wortes, Rangliste? Es ist schwierig zu sagen, aber ich denke, wir werden so im hinteren Drittel anzusiedeln sein, sage ich jetzt einmal so. Ja. Ja gut, das ist ja auch von der Motivation her, oder? Wenn man dann enttäuscht ist, lieber ein bisschen tiefer ansetzen und dann nachher vorne starten. Ja, da ist man sicher nicht enttäuscht, das ist ja so, ja. Okay. Viel Erfolg, danke vielmals. Noch wenige Minuten bis zum Start. Herr macht es clever, mit dem Schirm in der Hand einen kühlen Kopf bewahren. Fabio, mit dem Schirm rechnest du mit Regen? Nein, das ist wegen der Sonne, dass ich nicht einen Hitzeschlag bekomme oder nicht plötzlich Kopf habe oder so. Wie lange stehst du da? Ja, bis der Fahrer kommt, der das Rennen bestreitet, also den Start. Du tust quasi reservieren jetzt da? Jawohl. Aber nachher bist du auch dabei? Ja, ich fahre den, glaube als Fünfte, tun ich den bei uns im Team starten. Wie viele sind ihr? Sechs. Sechs im Team. Okay. Wie lange stehst du da? Ich bin jetzt am Viertel ab eins bin ich jetzt gestanden und dass wir jetzt einfach den idealen Startplatz haben, dass da unser Fahrer da einen kann gerade los und ja. Ja, genau. Gewusst wie. Hey, gut, danke mal. Adi, schau mal schnell hierher. Adi, das Vorderste am Start, das ist einfacher, wenn das Vorderste am Ziel. Ja, soll ich sagen, ja. Weil du hast ja nichts genau gemacht vor dem Start, kannst lockeren Start lernen und das Ziel bist, kommst ja. Wäre es auch schon gut, wenn das Vorderste ins Ziel kommst als erstes, ja. Aber jetzt hier kommt es nicht darauf an, wer als erstes im Ziel sind. Kommt es auf die Runden darauf an, was du schlussendlich gemacht hast. Du fahrst selber oder bist einfach am Platz reservieren? Ich fahre noch, aus meinem 6er-Team fahre ich, ja. Eben, zuerst am Start, was haben wir für Ambitionen? Für das Ziel? Das haben wir eigentlich noch nicht so genau definiert. Müssen wir noch machen? Ja, ich habe noch schnell. Ja, ein paar Minuten. Nein, ich denke schon mal schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Und dann ja, schauen, dass wir gut durchkommen. Wir haben wieder arbeiten können. Auch hier mal wieder alles bringen. Von wo kommen die? Da steht Velo Sarne. Ich bin eigentlich der Einzige von hier in der Region. Die anderen kommen auch aus der Region Obwalde, Sarne, Kegiswil. Für Ausländer in dieser Truppe. Ja. Ausländer daheim. Von wo kommst du? Dagmarsäule. Okay, gut, danke vielmals. Bitte gerne. Von den Herren, Strübi Big Steam mit ihrem. Am Start so viel wie noch nie. Mit 135 Runden, entsprechend 675 km vor Bike Team Sulz, 128 Runden. Der Start hürnimmt der OK-Präsident Stefan Hauer sauber in die Hand.
machen wir einen Schnitt 8 Stunden später, am 10 Uhr in der Nacht, emsiges Treiben auf der Luzerner Strasse beim Wechselpunkt. Sie haben alles gegeben und streben jetzt ihren wohlverdienten Ruhephasen entgegen. Wie geht es den Teams? Nachher gefragt bin, jetzt oder nie? Adrian Gassmann, in der Retablierungsphase ein bisschen am Ausruhen. Wie sind ihr drin? Ziemlich nach Wunsch. Ein bisschen letzte Drittel, aber noch nicht die letzte. Aber es geht immer strenger. Naja, hat es so Ansichten? Ein bisschen mehr als 8 Stunden habt ihr hinter euch. Was habt ihr für einen Rhythmus jetzt? Jetzt haben wir auf 4 Runden gewechselt. Der Kollege fährt jetzt mal 4 Runden und dann müsste ich wahrscheinlich nachziehen, dass er auch ein bisschen länger grüllen kann. Okay, 4 Runden länger grüllen, wie viel kommt da zusammen Zeit? Ja, natürlich umso schneller, dass er ist, umso weniger für dich, oder? Ja, es hat knapp eine Stunde gegeben, ja. Ja, 14 Minuten etwa die Runde. Okay, gut, danke vielmals. Ja, ist hure gestellt. Mitten in der Nacht, nicht nur die Fahrer haben zu tun, die Betreuer auch. Ja, jetzt müssen wir wieder führen. In 10 Minuten. 10 Minuten schon gefahren. Geht jetzt gleich mal einen Wechsel. Der Countdown läuft über das Handy. Perfekt. Super. Und auch hier bis Kistlers senken sich ähnliche Blick. Sind ihr gerade am SMS schreiben? Resultat durchgeben? Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Nein, es sieht glaube ich nicht schlecht aus. Also im Moment weiss, habe ich eigentlich keine Ahnung. Nach knapp 5 Stunden sind wir irgendwie 5. oder 6. Platz vom Zweierteams. Von dem her überraschend gut. Wie es im Moment aussieht, keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich mit einem gleichen Rahmen sein. Weil wir haben bis jetzt ist eigentlich alles rumgelaufen. Ist es gerade ein SMS an Sohn, der gerade unterwegs ist mit dem Velo auf der Piste? Nein, das ist ein SMS an meine Frau, die hier ist. Ich tue sie informieren über den Stand, dass alles in Ordnung ist, dass sie auch ruhig schlafen kann. Informieren und motivieren, also der Sohn motivieren, die Frau informieren, dann läuft es rund. He? Es läuft rund, ja. Der Sohn muss ich nicht gross motivieren, der ist motiviert genug. Umgekehrt, er dich? Ja, das ist, es ist eben noch schwierig. Wir sind wirklich ein reines Zweierteam. Wir haben auch keinen Betreuer. Also wir sehen einander eigentlich nur von Weitem immer. Wenn wir, er kommt von der Strecke, ich gehe gerade, oder? Und so haben wir eigentlich recht wenig Kontakt zusammen. Das ist noch schwierig, dass man einander nicht verpasst, oder? Wenn da niemand da ist, der genau... Wie macht ihr das mit der Kommunikation mit dir? Also ich gehe, eben, wir fahren 2 Stunden Intervall. Also 2 Stunden fahre ich, 2 Stunden fahrt er. Und so nach 1,5 Stunden gehe ich mal an die Strecke für ihn schauen, warte, bis er kommt. Und dann tun wir nämlich mit Handzeichen einander signalisieren, wie viele Runden er noch macht. Und dann tue ich mich bereit machen, oder ob er ein Getränk mal braucht. Etwa nach 1 Stunde schauen. Meistens tun wir dann noch Bidon geben oder so. Ja. Ja, man muss immer auf Draht sein, in dem Fall, weil man ihm das niemand abnimmt. Das ist so, ja. Eben, man hat wirklich eigentlich keine grosse Ruhezeit. Man ist gängig irgendwie beschäftigt, wieder am Vorbereiten, das Material wieder für, wenn man auf die Runde geht, Getränke aufbereiten, essen, muss man zwischendrin auch und, ja. Umso mehr muss man dann nachher die Leistung honorieren, die ihr macht? Ja, naja, es wäre natürlich angenehm, wenn jetzt jemand da ist, der irgendwie etwas kochen und so, und dann könnte man nur hinsitzen, essen und sich ein bisschen hinlegen. Aber ja, wir machen es jetzt so und das erste Mal, dass wir das machen, mal gucken, wie das rauskommt. Drück den Daumen, danke vielmals. Merci vielmals. Super, danke. Beim Rudi ist der Blick nach unten. Bei den Zuschauern baut da oben beim grossen Feuerwerk. Auch dieses Jahr wieder sprichwörtlich ein Knaller oder ebenso zutreffend ein Highlight am 24-Stunden-Rennen
in Schütz. Mit diesen Farben, prächtigen Impressionen beenden wir den ersten Teil. Sehen Sie denn in der Fortsetzung die Strecke bei Nacht? Die Fans, die bis weit nach Mitternacht ausharren und ihre Teams unterstützen und wenn es noch reicht, Zieleinfahrt. Reportage ist Ihnen präsentiert worden von Heberli-Getränk Tammensäulen, einem Lieferant für die Festwirtschaft vom 24-Stunden-Rennen. Genau richtig auch für dein Fest.